Ja, hallo, ich bin wieder am Start in Assassin's Creed Syndicate. Eine neue Let's Play-Folge erwartet euch. Beim letzten Mal ist ja Evie mit dem guten Maharaja da durch die Stadt ein bisschen rumgedüst. Und jetzt musste Evie dann hier hin. Sprich, ich mache das mal ein bisschen groß. Und da ist eine Truhe und da seht ihr es auch schon, Sequenz 9, eine denkwürdige Nacht. So, Jacob und Evie müssen Crawfords Derek davon abhalten, den Ball anzugreifen, indem sie ein Attentat auf ihn verüben und den Edensplitter in ihren Besitz bringen. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf geht's, sprich, starten. So, wieder die nette Ladesequenz. Oh, es wird dunkel. Und dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Hui. Natürlich kommst du mit sowas. Evie im Ballkleid. Hui. Der gute Eberline. Miss Fry? Gib ihm deine Waffen. Die dürfen wir nicht mitnehmen. Die hat einen ganzen Koffer voll, beziehungsweise eine ganze Tasche voll Waffen. Eieieiei. Dann bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das aussieht. Oh. So, wir werden überprüft. Fahren Sie durch, Sir und Madam. Guter Mann. Fahren wir. Danke. Was um Himmels Willen hat unsere Kutsche hier zu suchen? Die stehen vor der Tür und kommen nicht rein. Habe ich da was gehört? Nein, nur die Stimmen in deinem Kopf. Und doch, klingen sie so viel angenehmer als deine. Charmant. Nicht wahr? Uiuiui. So, wir dürfen jetzt Evie endlich steuern. Und sollen wohl Jacob folgen. Tun wir. Mal hinein in die gute Stube. Netter Hüftschwung, würde ich mal sagen. So, die Leute stehen da und feiern. Ich werde den Edensplitter finden. Wie du willst. Hier sind wir hinten. Ich muss jetzt zu Freddy. Oh. Die Pläne befinden sich im weißen Salon. Der bestimmt verschlossen ist. Der Hauptmann wird den Schlüssel haben. So. Egal, Sie werden mich begleiten. Halten Sie einfach den Mund, dann ist das alles im Handumdrehen vorüber. Wer sind Sie? So. Sie haben ihn gefangen genommen. Sachte! Glück gehabt. Wir müssen jetzt irgendwie da nach oben hin. Ja, ganz freundlich, Meister, sonst gibt's was auf die. Das tut weh! Ja, ich bin aber froh, dass ich dich nicht verhaue, Alter. Die Dame gehört zu mir. Danke vielmals. Madam? Schön langsam. Weil dann geht der Kreis kleiner. So, jetzt da oben hin. Kommen wir da lang? Nee. Das tut weh. Das heißt, wir müssen rechts oder links hier hoch. Und dann tun wir das auch. Ja, klar soll das weh tun. Jungchen, du bist ja in unserer Kontrolle. Das tut weh. So. So. Das tut weh. Wir gehen mal weiter mit ihm. Mein Arm! Ein bisschen langsamer, dann wird der Kreis wieder kleiner. Das tut weh! Schön hier lang. Sachte! Sachte! Mal kurz nochmal kontrollieren. Sachte! Oh nein! Nein! Oh!
warum bin ich da auch stehen geblieben? Ich, Dovi. Ich hatte ihn doch. So, jetzt wisst ihr, wie es geht. Nicht. Einfach nicht im Weg stehen bleiben. Vor allem, dass der Kreis auf einmal so groß geworden ist. So. Wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Machen wir. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. So. Und jetzt ist die Frage, wo wir machen. Die beiden unterhalten sich da. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Ah, hier ist Sichtkante. Sehr schön. So. Jetzt mache ich den K.O. So, K.O. ist der. Hier liegt übrigens ein Brief. Okay. So. Gar nicht gut, ich wollte gerade sagen. Raum ab, Meister. Geh mal stiften. Scheiß drauf. Der will da nicht reinkommen. Hau ab, Alter. So, wir können jetzt da lang gehen. Erstmal schnell rein. Wir müssen irgendwo die Pläne sein. So. Da sind sie. Weil die Box haben wir ja schon gefunden. Dann zum Gewölbe. So, und die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier weiter, ne? Da ist auch noch eine Truhe. Und die nehme ich da dann auch gleich mit, ne? Wäre ich ja schon blöd, wenn ich die gleich nicht mitnehmen würde. Keine Ahnung, ob da was drin ist. Okay. So, da sind zwei Wachen. Also da, glaube ich, sollte ich nicht durch. So. Und ich glaube, dann kann ich hier lang. Und bin hier wieder weg. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Jacob ist bestimmt unterwegs, um noch eine Kutsche zu stehlen. Oder um versehentlich in eine Treppe herunterzustoßen. Wow. Geil. Geschafft. Und leider mit. Einmal tot. Schade, schade, schade. Das sind sie ja. Da ist sie. Oh, da ist jemand, den sie unbedingt kennenlernen müssen. Kommen sie mit. Mist Israeli. Wir folgen ihr mal. Mal sehen, wen wir jetzt kennenlernen dürfen. Eure Majestät, darf ich vorstellen? Queen Victoria! Wie frei. Sie sind also der Verantwortliche für Mr. Gladstones Missgeschick? Eure Majestät, ich entschuldige. Der Kuchen ist außerordentlich gut. Genießen Sie den Ball. Die Königin ist ja echt nett, ich muss Alter. Jetzt leider weiter. Wow. Miss Fry, darf ich um diesen Tanz bitten? Mr. Starry, Sie hatten Ihren Spaß, aber das Spiel ist vorbei. Hören Sie. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zeit ist was Wunderbares, Miss Fry. Sie heilt alle Wunden. Wir mögen Fehler beim Tanzen machen. Doch die Mazurka endet und wir beginnen von vorn.
Das Problem ist, dass die Menschen vergessen. Sie machen dieselben Fehler, wieder und wieder. Sie können lernen. Können Sie? Dreht sich nicht jeder um Sie herum im Kreis? Aber wenn sich einer an den Tanz erinnert, an die Zeit erinnert, er könnte alles wenden. Zum Besseren. Jetzt habe ich genug. Wie ein Tänzchen. Dieser Tanz ist fast vorbei. Schon bald nur fast. Vergessen die Menschen die Generation auf dieser Terrasse. Und wie sie London fast in den Ruin geführt hätten. Wow. Wenn die Musik verstummt, Miss Fry, ist ihre Zeit vorbei. Und meine Zeit beginnt von neuem. Ey, der ist Derek, ey. Wow. So. Ja, Leute. Und jetzt mache ich erstmal hier Feierabend. Sprich, das war erstmal der erste Part von dieser Folge. Beziehungsweise der erste Teil dieser Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, wie es geht, mit Kommentaren, Like und Abo. Und in diesem Sinne, schaltet ein beim nächsten Mal. Und bis dann.